Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Ja, moin und willkommen zurück im Hier und Morgen. In dieser Episode habe ich zwei Gäste, und zwar einmal Dr. Stefan Knupfer und Dr. Stefan Weigert. Stefan Knupfer ist Vorstand der AOK Plus, einer Krankenkasse in Sachsen und Thüringen. Und Dr. Stefan Weigert war zum Zeitpunkt des Gesprächs noch Data Scientist, ebenfalls bei der AOK Plus. Der hat inzwischen gewechselt. Auch die beiden haben einen Beitrag geschrieben für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030, der da heißt KI im Gesundheitsmarkt, Möglichkeiten und Hürden im kundenzentrierten Gesundheitsmarkt. Entsprechend haben wir uns viel darüber ausgetauscht, was eigentlich heute schon geht. Also sprich, wie kann maschinelles Lernen, wie können Algorithmen, die ein bisschen cleverer sind, Beiträge dazu leisten, dass wir gesünder sind, vielleicht auch gar nicht erst krank werden? Und was macht die Krankenkasse eigentlich dann damit und was sind die Hürden? Und das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil es uns alle betrifft, also wirklich ausnahmslos. Deswegen wünsche ich dir gute Unterhaltung und viele neue Erkenntnisse. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute habe ich mal wieder zwei Gäste dabei und wir sind auch dieses Mal noch in der Sonderepisode vom Band Arbeitswelt und KI 2030. Meine beiden Gäste heute sind Dr. Stefan Knupfer und Dr. Stefan Weigert. Beide AOK Plus, aber in unterschiedlichen Funktionen. Insofern, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Herzlichen Dank, dass ihr erstmal einen Beitrag geschrieben habt. Und ich sage jetzt mal einfach, lieber Stefan, stell dich doch einfach mal vor für alle, die ich eventuell noch nicht kenne. Ja, Dankeschön, Kai. Mache ich gerne. Mein Name ist Stefan Knupfer. Ich bin Vorstand der AOK Plus. AOK Plus ist Sachsen und Thüringen, so das sogenannte Plusland. Wir haben insgesamt 6,3 Millionen Menschen hier, von denen wir 3,4 Millionen versichern. Das ist schon eine ganze Menge. Ich persönlich würde mich als absolut offen für Innovation bezeichnen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Also 2030 werde ich zumindest laut normalem Plan nicht mehr aktiv erleben, sondern im Ruhestand. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja. So alt fühle ich mich noch gar nicht und bin tatsächlich offen für die Themen. Heute, so meine große Herausforderung, ist Spagat zwischen aktuellem Tagesgeschäft, das natürlich viele Sachzwänge voraussetzt, aber natürlich auch den Zukunftsthemen, die uns dann künftig die Arbeit erleichtern sollen. Interesse fürs Thema, ganz klar da, wohlwissend, dass ich heute natürlich unheimlich froh bin, dass ich auch in meinem Haus echt tolle Spezialisten an meiner Seite weiß, die dafür sorgen, dass das auch dann erfolgreich umgesetzt wird. Und das ist ja nicht ganz so trivial, da werden wir heute sicherlich auch noch dazu kommen. Ja, so viel auf jeden von meiner Fall. Seite zu. Ja, vielleicht eine Rückfrage. Also ich weiß ja, dass ihr euch mit Zukunft viel beschäftigt. Wir hatten ja auch schon mal zu tun, genau in dem Kontext, wo wir uns gemeinsam die Fragen angeschaut haben. Ne? Also genau, wie sieht die Zukunft eigentlich aus im Gesundheitsmarkt? Aber was ist denn so persönlich, also deine persönliche Note, was treibt dich auch so lange Jahre auch schon an, im Gesundheitsmarkt sowohl auf der operativen als auch der innovativen Seite unterwegs zu sein? Ich glaube, dass in Deutschland extrem viel Geld im Gesundheitswesen vorhanden ist. Und dass dieses Geld leider nicht immer dort ankommt, wo es hin sollte. Oder andersherum formuliert, der Nutzen nicht dem Aufwand entspricht. Das kann man einerseits durch die Sektoren in der Versorgung, in der medizinischen Versorgung nochmal deutlich machen und verdeutlichen. Also wir stellen immer wieder fest, dass das Gesundheitswesen sehr sektoral agiert, also auch deutlich sektoraler als andere Branchen. Mhm. Zum Beispiel im Automobilbereich ist es beim besten Willen nicht so. Also wenn unser Auto kaputt ist, dann bringen wir es in unsere Werkstatt und dann wird es repariert. Natürlich wird dann auch mal ein Unterauftragnehmer aktiviert. Das ist ganz klar, dann braucht es vielleicht einmal einen Karosseriebauer. Aber unterm Strich bekommt man es aus einem Guss. Das kann man im Gesundheitswesen wahrhaftig nicht behaupten. Und der zweite Punkt ist, es ist halt gefühlt ein reiner Reparaturbetrieb und auch da bleibe ich dabei bei dem vielleicht nicht immer gelungenen Beispiel Automobilbranche, aber ich glaube, weil es nicht kein gutes Beispiel ist, macht es einen besonderen Reiz aus. Es stellt sich doch immer die Frage, ob wir für unsere Autos Thema Wartung und Pflege nicht mehr tun als für unseren Körper und sich natürlich die Frage nach einem guten Gesundheitswesen stellt, aber eben auch nach der Frage, wie kann ich das eigentlich gut unterstützen? Und zwar auch jenseits meines Arztes, der natürlich erstmal ein vordergründiges Interesse dran hat,
kranke Menschen zu unterstützen, dass sie wieder gesund werden und nicht primär das Interesse hat, gesunde Menschen gesund zu erhalten. Und das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Zukunftsfragen, weil schon aufgrund der Demografie und der doch immer wieder stark diskutierten Explosions in den sozialen Sicherungssystemen einfach eine der Zukunftsfragen sein wird, wie wir künftig leben werden, ob zum Beispiel Generationenverträge noch halten. Das heißt also, dass halt zum Beispiel die Jungen für die Alten auch ein Stück Verantwortung mit übernehmen. Und insofern, glaube ich, brauchen wir sehr viel mehr Innovationskraft, sehr viel mehr Zukunft im Gesundheitswesen. Ja, super. Vielen Dank für die Einleitung schon mal. Dann wechseln wir mal die Tischseite und ich spreche mal den anderen Stefan an. Magst du auch mal was zu dir sagen? Woher kommst du? Was machst du und warum machst du das? Ja, hallo. Also mein Name ist Stefan Neigert. Ich bin Informatiker und seit 3 Jahren jetzt als Data Scientist bei der AOK Plus. Und als Data Scientist beschäftige ich mich damit, aus den uns zur Verfügung stehenden Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen, die wir dann zum Wohle unserer Versicherten einsetzen können. Außerdem bin ich in meiner Freizeit sozusagen Mitgründer von MLDD, einem Machine Learning Meetup in Dresden, das mit über 700 Mitgliedern zu den größten seiner Art in der Region gehört. Ich beschäftige mich also professionell und privat gerne mit dem Thema. Also mit dem Thema Daten und was kann man daraus gewinnen? Genau. Und ja, was hat dich dazu gebracht? Also wieso? Ich meine, man kommt ja nicht auf die Welt und sagt, ich mag gerne Nullen und Einsen. Oder wie war das damals? Das ist eigentlich mehr oder weniger so passiert, will ich mal sagen. Also es ist nicht so tatsächlich, dass ich auf die Welt gekommen bin und mir dachte, ich werde Informatiker. Ich habe das eher probiert und es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Das Schöne ist, glaube ich, der Moment, wenn man nach dem vielen Schweiß, den man schwitzen muss, um so einer Maschine irgendwas beizubringen, dann sehen kann, wie die von selbst was macht. Und gerade im Bereich Data Science, KI, Machine Learning hat man das relativ häufig, dass man dann sozusagen einfach sich mal zurücklehnen kann in seinem Stuhl und mal zugucken kann, was die Maschine jetzt macht. Und die macht plötzlich was, was man gar nicht so richtig geglaubt hat, dass sie das machen können wird. Und das ist schön, das ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl, was man nicht ständig hat in dem Beruf, weil man viel dafür arbeiten muss, dass das passiert. Aber wenn es eben passiert, ist es sehr schön. Das glaube ich. Klingt auch fast ein bisschen magisch. Also das ist so von außen, ich komme zwar auch so ein bisschen aus dem IT-Umfeld, aber jetzt wirklich nicht Data Science. Und ich finde es auch immer, ich fand es damals faszinierend, als ich die ersten Websites gebaut habe und dann gesehen habe, ne, man drückt auf den Knopf und plötzlich sieht es dann auch so aus, wie man gehofft hat, dass es aussieht oder auch nicht. Naja, aber es, ne, ist halt Try and Error. Das stimmt. Wobei die Magie ist natürlich was, das haben wir ja auch in unserem Beitrag erwähnt, was man... Das ist so ein bisschen das Schöne und auch das Abschreckende zugleich an der ganzen Sache. Weil man möchte ja eigentlich nicht, dass es wie Magie ist oder wie Magie wahrgenommen wird, sondern man möchte ja eigentlich, dass es transparent ist und dass es verstanden wird, was da passiert. Und das ist, glaube ich, gerade im Gesundheitswesen unglaublich wichtig. Wir haben extrem interessante Daten hier. Wir können extrem interessante Dinge tun. Ich glaube auch, dass die Früchte, die wir pflücken können von dem Baum, der uns da quasi zur Verfügung gestellt wird, ziemlich tief hängen. Wir müssen uns gar nicht so weit strecken, um die zu pflücken. Aber wir müssen eben auch das nötige Verständnis dazu bereitstellen und mitbringen, sodass die Leute dem auch vertrauen und das auch nutzen können. Ja, und damit sind wir ja total im Thema, ne? Also welche Fragen sind denn da für euch dran geknüpft? Also vielleicht jetzt mal wieder andere Tischseite, so jetzt mal von Konzernchefsicht. Was sind so die Hauptknackpunkte eigentlich, wenn wir über Arbeitswelt und vor allem auch KI im Medizinbereich reden oder in der Gesundheitsbranche? Also die erste Frage, die wir schon haben im Gesundheitswesen, wer übernimmt denn künftig welche Rolle und wie wollen wir zusammenarbeiten? Ja, und das meinte ich vorhin mit den Sektoren. Ich glaube, solange die Frage nicht geklärt ist, die ja auch am Ende, glaube ich, ein Stück weit mit Vertrauen zu tun hat, wird es schwierig. Was ich allerdings wiederum positiv erlebe, dass wenn man ohne jetzt die üblichen Vorurteile auf die andere Seite in Anführungszeichen zugeht, also auf, wenn man die vermeintlichen Konkurrenten im Gesundheitswesen als Partner begreift, dann ist man dann schon relativ nah dran und bekommt sowas hin wie ein gemeinsames Commitment. Ich mache es mal an einem einfachen Beispiel fest. Wir treten an, weil wir sagen, wir möchten unseren Versicherten, unseren Kunden ein guter Gesundheitslotse sein. Das bedeutet, eine gute Orientierung geben, wie ich gesund bleibe oder wie ich gesund werde, wenn ich denn krank bin.
Ich unterstelle natürlich, dass es zum Beispiel in der Ärzteschaft aber auch eine gewünschte Rolle ist. Und die Frage ist ja, wie kann man zusammenspielen, sodass diese Rollen dann kein Gegeneinander sind, sondern idealerweise ein Miteinander und jeder an seiner Stelle genau das tut, was den Menschen tatsächlich hilft und natürlich kooperiert, weil da gibt es dann, glaube ich, auch Interaktionseffekte, dann ist eben 1+1 nicht mehr 2, sondern vielleicht sogar 3. Und vor dem Hintergrund scheint mir das wirklich eine ganz, ganz wesentliche Frage zu sein. Also wir begegnen uns heute immer wieder oftmals mit Diskussionen, so nach dem Motto, ihr dürft auch das und jenes nur tun, also macht gefälligst auch nur das oder jenes. Das erlebt man dauerhaft im Gesundheitswesen. Es sind sehr viele Protagonisten an Bord, die alle für sich isoliert und natürlich mit guten Absichten auf die Kunden, Versicherten und Patienten zugehen, aber letztendlich das Individuum dann doch irgendwie sich manchmal hilflos fühlt, ja, und zu sehr von unterschiedlicher Seite bearbeitet fühlt. Das heißt, es geht auch um zum Beispiel um unser Geschäftsmodell. Das ist natürlich eine zentrale Frage. Wollen wir uns weiterhin als reiner Kostenträger sehen, der also Gelder einnimmt, Gelder ausgibt und gut ist es? Oder wollen wir eben eine stärkere gestalterische Position in der Gesundheit unserer Versicherten einnehmen? Verstehen wir künstliche Intelligenz in dem Konzept? Und ich würde da jetzt Big Data als wesentliche Säule gleich mit dazu nehmen. Verstehen wir das eher als Chance oder Risiko? Also auch welches Menschenbild unterstellen wir? Ist der Mensch einfach dumm und wir müssen ihn beschützen? Also das fühlt sich ja manchmal, finde ich, so an, wenn mir die Politik sagt, wie ich mit meinen Gesundheitsdaten umgehen soll oder nicht soll. Eigentlich ist es nicht soll oder nicht soll, sondern darf oder nicht darf. Ist eigentlich die richtige Aussage. Welche Wirksamkeit entfaltet das für Individuen? Ist das irgendwo standardisierbar oder betrachtet es dann doch jeder anders? Auch das muss man, glaube ich, wirklich auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, Menschen sind da sehr, sehr unterschiedlich. Aber natürlich auch, welche Form nimmt oder welche Rolle nimmt der Datenschutz im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ein? Wir hatten ja in der Vergangenheit eine interessante Diskussion auch über Cybersecurity in Deutschland. Und ich finde interessant, dass wir auf der einen Seite beim Datenschutz schon, ich glaube, regulatorisch sind wie kaum ein anderes Land, zumindest kaum ein entwickeltes Land auf dem Planeten. Auf der anderen Seite aber beim Thema Cybersecurity und damit bei Informationssicherheit vielleicht auch noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen haben, wo ich frage, werden da auch die Gewichte richtig gelegt? Ja, also führt nicht mangelnde Informationssicherheit nicht automatisch zu Datenschutz oder Datenverlusten oder mangelhaften Umgang mit Datenschutz, bis hin dazu, dass ich natürlich auch den Nutzen betrachten muss. Was bedeutet es für die Menschen, individuelle Gesundheitsangebote zu bekommen? Absolut. Betrachten wir das eher auch wieder standardisiert oder wollen wir dann in letzter Konsequenz möglichst individuell auf die Menschen eingehen? Das würde ich sagen, das sind so die Hauptpunkte. Und dafür braucht es, glaube ich, ein gutes Wertesystem, dafür braucht es gute Leitplanken in der gesellschaftlichen Diskussion, aber auch in der einzelnen Diskussion mit den Menschen, um letztendlich zu guten Lösungen zu kommen. Und ja, du hast es gesagt, also ganz zentral dabei ist natürlich das Menschenbild. Finde ich interessant, weil das ist so wirklich ja vom Image her schon ein ziemlicher Wandel. Jetzt hast du gesagt, eben Kostenträger ist so das alte Image, sage ich mal. Und genauso wird es, glaube ich, auch bei vielen, oder wurde es zumindest in der Vergangenheit bei vielen Menschen wahrgenommen. Also, dass die Krankenkasse oder Krankenversicherung dazu da ist, da schickt man dann die Krankenhausrechnung hin, wenn man privat versichert ist. Oder ansonsten ruft man vielleicht an und fragt, ne, wo soll ich eigentlich hingehen? Zu welchem Sanitätshaus beispielsweise. Aber eigentlich eher so als Service und das soll sich drehen hin zum Partner oder hin zum Lotsen. Finde ich eine spannende Reise auf jeden Fall, auf der ihr euch da befindet, definitiv. Jetzt interessiert mich natürlich auf der anderen Seite die technische Umsetzung. Also an welchen Stellen, die jetzt eben gerade schon erwähnt wurden, spielt eigentlich KI mittelbar oder unmittelbar eine Rolle? Na, ich denke, da gibt es viele verschiedene Stellen, wo wir KI bereits einsetzen oder dann auch planen einzusetzen. Das kann man erstmal an internen und externen Prozessen festmachen. Es gibt durchaus viele interne Prozesse in der Krankenkasse auch, die durch KI zumindest unterstützt werden können. Das hat natürlich erstmal so direkt mit dem Kunden nichts zu tun, erlaubt ja aber letztendlich den Mitarbeitern der Krankenkasse Zeit, die sie vielleicht sonst eben auf interne Prozesse verschwenden,
oder dort eben zumindest zur Verfügung stellen müssen, dann wieder auf Kundenprozesse umzumünzen und dort mehr für die Kunden da zu sein. Auf der anderen Seite gibt es eben direkt auch Dinge, die für die Kunden sichtbar sind, wie zum Beispiel Gesundheits-Apps, die eingesetzt werden, Chatbots, die eingesetzt werden, um die Erreichbarkeit zu erhöhen, einfache Fragen zu beantworten. Wir setzen auch KI ein, um zum Beispiel das Feedback unserer Kunden auszuwerten. Das ist eigentlich ganz spannend, weil wir ja als AOK Plus tatsächlich, was das Feedback unserer Kunden anbelangt, sehr gut dastehen. Sie können sich vorstellen, das Feedback, was wir kriegen, ist größtenteils positiv. Trotzdem, egal wie gut sie sind, man hat natürlich immer auch kritisches Feedback. Und es ist dann irgendwann gar nicht mehr so einfach herauszufiltern, wo ist denn jetzt unter all dem guten Feedback eine Stimme, die mir etwas Wichtiges zu mir sagt und das ich ändern sollte. Mhm. Und da hilft uns zum Beispiel die KI, die Stimmung des Feedbacks auszuwerten, sodass wir sehen können, das Feedback ist positiv. Das möchten wir natürlich trotzdem berücksichtigen, denn wir möchten ja Dinge, die gut laufen, nicht verschlechtern. Aber wir können direkt auf Feedback springen, die uns Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Und das ist für uns auch sehr wichtig und hat sich für uns ausgezahlt. Was vielleicht eher so im Verborgenen stattfindet, was schon immer stattfand in der Krankenkasse, aber was durch KI noch weiter unterstützt wird, sind Analysen, die wir durchführen im Hintergrund zu unseren Versorgungspartnern zum Beispiel. Also wir gucken uns zum Beispiel bestimmte Krankheitsbilder an und überlegen dann Menschen, die diese Krankheit haben, was machen die denn eigentlich durch? Wo gehen die hin? Zu welchem Arzt gehen die zuerst? Wo gehen die dann hin? Zu welchem Krankenhaus kommen die? Und wie verbessert sich oder verschlechtert sich der Zustand? Und solche Analysen kann man durch KI einfach noch viel besser auswerten. Man kann viel mehr Insights generieren. Und das ist sozusagen ein Beispiel für so einen internen Prozess, den wir helfen zu verbessern. Okay, super. Im Übrigen Feedback auf der Spur. Ich bin ja auch Kunde bei euch. Ich habe dieses Jahr viele Berührpunkte mit euch gehabt, das war sehr schön. Also die Ursachen dafür nicht, aber es hat alles gut funktioniert. Das vielleicht mal ganz off the record. Aber genau, ihr habt auch einen Beitrag geschrieben für den Band und darüber wollen wir auch ein bisschen reden. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, ich sag mal so in a nutshell, was drinsteht? Also ne, der Titel des Beitrags lautet ja KI im Gesundheitsmarkt, Möglichkeiten und Hürden im kundenzentrierten Gesundheitsmarkt. Was steht drin? Ja, also wie Stefan das ja schon gesagt hat, zuallererst steigen wir mal ein und stellen nochmal diesen Paradigmenwechsel vor von der Krankenkasse, die nur repariert, hin zu der Krankenkasse, die eigentlich der Partner ist und versucht, das jeweilige individuelle Gesundheitslevel, das ein Mensch erreichen kann, zu maximieren. Und wir zeigen auf, wie wir da hinkommen wollen und wie die KI einer von mehreren, aber ein sehr wichtiger Baustein dafür ist, das zu erreichen. Weil wir einfach einen großen Datenschatz haben, den es lohnt zu analysieren. Und wir zeigen, wie wir von der Masse an Daten, die wir auswerten können, individuell für die Versicherten Verbesserungen erreichen können. Wir zeigen das an verschiedenen Beispielen auf. Und wir haben auch aufgeschrieben, was wir glauben, was sich noch ändern muss, damit die Krankenkasse im Jahr 2030 sich auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter zu dem Ziel hin bewegt hat, ein verlässlicher Partner für die Gesundheit der Versicherten zu sein. Und was heißt das konkret für mich jetzt so als Versicherter im Jahr 2030? Als Versicherter im Jahr 2030 wirst du vielleicht die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wie deine Daten verwendet werden sollen von der Krankenkasse. Ob zum Beispiel du deine Daten spenden möchtest und sagst, ich würde gern, dass diese Daten verwendet werden, um die Versorgung von Versicherten, denen es ähnlich geht wie mir, zu verbessern. Und vielleicht wirst du sogar die Möglichkeit haben zu sagen, ich spende die Daten meines Fitness-Trackers auch noch dazu, um dafür zu sorgen, dass ich noch besser mit anderen Versicherten verglichen werden kann und dass man daraus mehr Insights generieren kann. Die Daten, die wir haben, das ist ja schon ein relativ großer Schatz in einer Krankenkasse. Aber letztendlich sind es einfach nur Abrechnungsdaten. Und eigentlich sind sie auch nur dafür da, für uns Abrechnungen zu tätigen. Aber wenn man die verbinden würde, und diese Verbindung von Daten ist ja das, was in der Privatwirtschaft eigentlich so erfolgreich getrieben wird. Ne? Wenn man sich Google, Amazon, Netflix anguckt,
die kennen uns ja deswegen so gut, weil sie diese verschiedenen Datenpunkte, die sie haben, eben auch verbinden und zu einem großen Ganzen zusammenführen. Das machen wir nicht. Und ich glaube, dass wir das aber machen sollten, weil ich glaube, dass wir daraus einen ungeheuren Mehrwert für die gesamte Gesellschaft erzeugen könnten. Und meine Hoffnung wäre, dass man im Jahr 2030 dazu aktiv beitragen kann als Versicherter. Also ja, bis hin eben halt dazu, dass man dadurch auch dann spürt, ach Mensch, ich war jetzt irgendwie schon lange nicht mehr krank und ja, also weil bestimmte Dinge auch verhindert werden konnten oder Frühanzeichen gesehen wurden von irgendwelchen Dingen, die und sei es eine blöde Erkältung oder so oder auch schlimmere Dinge wie am Herzschlag, am Puls oder am Blutdruck, man ja Dinge schon auch weit bevor sie violent werden, akut werden, irgendwie erkennen kann. Ne? Und was heißt denn das jetzt für euch als Gesamt? Wenn ich da nochmal einhaken darf, Kai, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich würde Stefan gerne dahingehend noch ergänzen, wir stehen morgens auf und fühlen uns gesund oder krank. Also so klar erkennen wir dann die Anzeichen beispielsweise von einer Erkältung oder sowas. Aber gerade wenn man an die großen Ereignisse denkt, wie Herzinfarkt, Schlaganfall etc., dann kommen die doch für die Menschen, glaube ich, relativ überraschend. Ja. Und mag sein, dass man da auch ein paar Anzeichen verdrängt, aber man hat sie eben auch nicht fixiert, man hat es nicht griffig. Und da stellen wir uns schon vor, dass wir die Chance haben, über das Auswerten von Vitaldaten künftig, ich meine, es ist ja heute schon möglich, aber künftig noch konzentrierter Informationen zu bekommen, dass ich halt nicht hier in einem binären System bin mit 0 und 1 oder schwarz und weiß, sondern dass ich eben dass sich mein Gesundheitszustand ins Negative entwickelt. Ja. Und mir natürlich zugleich auch Angebote unterbreitet werden, um das verbessern zu können. Ja. Also beispielsweise gerade Gewichtsveränderungen im drastischen Sinne, die kommen ja nicht von heute auf morgen, das sind schleichende Prozesse. Und ich glaube, wenn da früher interveniert wird, wenn die Menschen früher erkennen, ich tue etwas Nachvollziehbares, ich kann Meilensteine erreichen, ja, ich kann 5 Kilogramm abnehmen und mein Blutdruck verändert sich um so und so viele Punkte, verbessert sich etc., mein Blutzuckerspiegel verbessert sich. Wenn das dauerhaft getrackt werden würde, ja, dann glaube ich, sind viele auch motivierter. Das heißt, das grundsätzliche Verständnis für Gesundheit und Krankheit, das mag ja da sein, aber es ist nicht im täglichen Leben vorhanden. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo uns die Systeme helfen können. Wir tragen ja heute, sind ja viele bereit, sich tracken zu lassen, zählen ihre Schritte, machen vielleicht sogar ab und zu mal ein kleines EKG mit ihrer Uhr. Gibt's ja alles schon. Und die Frage ist ja nur, was mache ich dann damit? Mhm. Und da, glaube ich, ist schon ordentlich Zukunftsmusik noch drin und eben auch echter Nutzen. Ja, weil wenn ich eben hier kontinuierlich an Bord bin, dann glaube ich, fällt es mir auch leichter, echtes gesundheitsförderndes Verhalten in meinem täglichen Leben umzusetzen. Und vor dem Hintergrund kann man es gar nicht groß genug bewerten. Sehe ich ganz genauso. Die Frage, die mich aber echt umtreibt, ist, und man hat es jetzt gerade zur Pandemie sehr stark gesehen, die Effekte des Präventionsparadox. Also ne, nach dem Motto, wenn ich gute Prävention mache, also dann passiert ja nichts, dann werde ich nicht krank. Also im besten Falle, also jetzt im Standardfall, den wir jetzt im Augenblick andauernd sehen, ich lasse mich impfen und dann habe ich wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit keinen schweren Verlauf, beispielsweise von Covid-19. Umgekehrt genauso, wenn ich mich gesund ernähre vielleicht und bewege und so weiter, dann sinkt mein Risiko für einen Herzinfarkt. Umgekehrt, wenn ich das nicht tue, dann steigt dieses Risiko, aber solange dieser Herzinfarkt nicht kam, ja, habe ich natürlich nicht den Beweis, dass er kommt. Also, wie geht man damit um? Also macht ihr euch dazu auch Gedanken, wie damit auch verfahren wird, wenn man immer besser präventiv Menschen vor Unheil schützt, was eigentlich eine tolle Sache ist, aber wie geht man damit um, dass die dann nicht merken, dass ihnen nichts passiert, weil ihnen ja nichts passiert? Ja, das ist ja das Schöne, glaube ich, an den Neujahrsvorsätzen. So fühlt sich es zumindest für mich an. Also an Silvester sind sich ja alle einig oder an Neujahr dann, was das Jahr bringen muss. Ja, man schreibt es auf, man diskutiert es mit der Familie oder mit Freunden, was auch immer. Und am 7. Januar ist halt dann wieder 7. Januar. Ja, das heißt also, es ist eben nicht in den Alltag der Menschen reingekommen. Und ich glaube,
wir müssen hier echt mehr Unterstützung leisten, dass es wirklich in den Alltag der Menschen reinkommt, dass ich die Fortschritte sehe, dass ich sehe, wenn ich eben zum Beispiel ein Blutdruckproblem habe und der Arzt dann meint, naja, also das Übergewicht könnte eigentlich das zentrale Problem sein, dass auch die kleinen Etappen messbar werden, ja, dass ich das möglichst niederschwellig, möglichst automatisiert zur Verfügung gestellt bekomme. Weil alles andere, das schläft dann wieder ein. Und wenn es dann nicht mehr Gegenstand des Alltags ist, dann ist es halt irgendwann aus dem Sinn, dann schleicht sie wieder Normalität ein und dann kommt dann wieder ein Ereignis, dass man sich nicht, vielleicht nicht so ganz gut fühlt, ja, und sagt, Mensch, ich müsste doch mal, aber dann sind es halt immer so, ja, wahrscheinlich irgendwie so Sinuswellen von Motivation und Demotivation. Und ich glaube, das lässt sich wirklich sehr, sehr viel intelligenter in den Alltag der Menschen integrieren. Und wir sind halt auch ein bisschen Sammler und Jäger. Mhm. Ja. Also insofern glaube ich schon, ist es auch das Geheimnis dieser Trecker. Und das ist ja jetzt wahrhaftig nicht so, dass nur 30-Jährige und Jüngere die Trecker tragen, sondern es ist ja erstaunlich, wie viele 80-Jährige und Ältere ebenfalls zu diesen Mitteln greifen. Also schon dauerhaft und teilweise bis ins Nervtötende oft auf ihren Trecker schauen und wissen wollen, wie es denn konkret ausschaut. Also in meinem Freundeskreis ist es so, dass wir hier auch deutlich adressieren, dass wenn sie halt abends ihre 10.000 Schritte nicht voll haben, dass sie halt dann nochmal eine Runde um den Block drehen. Ja? Man kann natürlich auch so lange schütteln, bis dann die 10.000 voll sind, je nach Träger wahrscheinlich. Also bei den Alten zumindest ging das. Aber ich glaube schon, dass es ein Stückchen Anreiz stiftet und es stiftet halt umso mehr Anreiz, je kausaler ich das in einem Kontext betrachte. Also je deutlicher ich weiß, das hilft auch wirklich an der Stelle. Und das Gesetz, glaube ich, ist wirklich, wir müssen in den Alltag der Menschen rein mit dem Thema Gesundheit, auch mit den Anreizen, die damit verknüpft sind, weil dann wird es eben auch ein Stückchen Routine und Routine ist halt nicht ganz verkehrt. Ja, und ja, Anreize natürlich, genau. Also auch Belohnung ist ja auch immer nicht so schlecht. Ne? Du meintest ja eben Jäger und Sammler. Ist ja auch immer ganz nett, wenn man dann mal was Süßes sozusagen bekommt, ob jetzt für den Kopf oder für den Bauch oder was auch immer, als Belohnung auf dem Weg. Weil sonst macht man nicht weiter, weil, na klar, zum Beispiel abnehmen oder gesünder leben, wenn man es nicht tut, ist halt auch anstrengend. Und dann kommt auch die Routine rein von vorher. Ja, spannend. Jetzt hast du eben auch noch ein Stichwort gesagt, das möchte ich kurz aufgreifen, und zwar Gesetz. Zwar in einem ganz anderen Kontext, aber klar, mich treibt natürlich auch um die gesetzlichen Vorschriften, also jetzt, ob das jetzt Gesetzgebung ist oder die Exekutivfunktion, die Regulatorik außenrum. Ist das, also stimmt das Vorurteil, behaupte mal, es sei ein Vorurteil, dass Politik hier tendenziell bremst, was die Entwicklung betrifft? Ich weiß gar nicht, ob es die Politik ist. Das ist eine echt schwierige Frage. Aber wir haben natürlich schon so mal ein Grundprinzip, dass im Augenblick man den Eindruck haben muss, es wird zunächst mal das Böse vermutet. Mhm. Ja. Man vermutet das Schlechte im Menschen, von Unternehmen sowieso, ja, in dem Kontext. Und sicherlich gibt es auch gute Beispiele. Die Frage ist ja tatsächlich die, welchen gesamtregulatorischen Rahmen gebe ich und was gestatte ich eigentlich den Menschen? Also wir diskutieren ja zum Beispiel zurzeit relativ viel über Corona und seine Begleiterscheinungen. Also man hat ja so das Gefühl, es gibt nichts Wichtigeres als den bald stattfindenden Freedom Day. Auf der anderen Seite sage ich, okay, ich hätte mich jetzt eher als extrem freiheitsliebenden Menschen eingeschätzt und empfinde das gerade nicht so sehr. Ich finde es vielmehr absurd, ja, dass es Leute gibt, die darüber entscheiden wollen, welche Daten ich wem zur Verfügung stelle. Mhm. Also ganz konkret dürfen ja den Krankenkassen keine Gesundheitsdaten zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das finde ich schon abstrus. Ja. Ich respektiere sehr wohl, wenn ein Versicherter, wenn ein Kunde sagt, das will ich aber nicht. Ja. Ich will der AOK meine Gesundheitsdaten nicht zur Verfügung stellen. Aber ich frage mich, was das jetzt mit mir zu tun hat. Wenn Lieschen Müller das so entscheidet, kann ich persönlich ja zu einem anderen Ergebnis kommen. Und so würde ich das grundsätzlich betonen. Also wir betonen es ja bei
deutlich folgenreicheren Entscheidungen, wie lasse ich mich zum Beispiel gegen Corona impfen oder nicht. Ähnlich, dass wir halt sagen, okay, der eine tut es und der andere möchte es eben nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Das respektieren wir ja auch als Gesellschaft, auch wenn wir vielleicht eine Meinung dazu haben. Aber respektiert wird es und diesen Respekt hätte ich schon gerne auf der anderen Seite, weil das uns einfach in die Lage versetzen würde, mit all denjenigen, die bereit sind, ihre Daten zu teilen, dann auch entsprechende Angebote abzuleiten, die vielleicht in der individuellen Betrachtung dann eine positive Nutzenkomponente aufweisen. Oder anders gesagt, wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle und da kommt nichts raus dabei, dann endet das vielleicht wieder, dann mache ich das irgendwann nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich gute Angebote bekomme von meiner AOK, warum sollte ich mich dagegen verwehren? Meine Krankheitsdaten darf sie ja auch halten. Ja. Insofern fände ich es nicht schlimm, wenn die AOK ableiten würde und sagen würde, Mensch Knupfer, du gehst beispielsweise sonntags früh im großen Garten, machst dein Nordic Walking, ja, das machen noch 5 andere. Ihr könnt es ja vielleicht in der Gruppe machen. In der Gruppe fällt es vielleicht einfacher oder macht es mehr Spaß, wie auch immer. Das sind alles so Sachen, die gehen heute nicht, ja, wo ich dann sage, okay, darüber brauchen wir definitiv eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Weil, wie gesagt, das eigentliche Problem Datenschutz, das versuchte ich ja eingangs darzulegen, das liegt, glaube ich, woanders. Also die Gefährdungen durch Cybersecurity, unzureichende Sicherheit unserer Informationssysteme, die Wahrscheinlichkeit, hier zu einem Datenmissbrauch zu kommen, ist doch deutlich größer als das Ausnutzen von Gesundheitsdaten, die ich ja, wie gesagt, freiwillig und anlassbezogen zur Verfügung stelle. Darum geht es, glaube ich, immer um Freiwilligkeit und für bestimmte Anlässe explizit zur Verfügung stellen. Hm. Und im Zweifelsfall sogar anonymisiert oder pseudonymisiert, oder? Wie sieht denn das technisch aus? Ja, das mit der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist ja ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil anonym oder was genau anonym ist, ist ja immer, hängt ein bisschen vom Kontext ab. Wenn Sie den Namen streichen, aber die Adresse da lassen und wenn die Adresse vielleicht nicht mehr die Hausnummer, aber noch die Straße enthält, auf der Straße aber nur einer wohnt, dann ist es trotzdem nicht anonym. Stimmt. Wenn auf der Straße natürlich 20 Leute wohnen, dann ist das anonym. Das heißt, das ist eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, wenn man sich die Diskussion manchmal so anschaut, dann hört sich das ja auch so an, als ob wir was verhindern können, was noch nicht stattfindet. Und was ich aber sehe oder glaube zumindest zu sehen, ist, dass das schon lange stattfindet und dass das entweder mit unserem Gestaltungswillen stattfindet, wir also mitgestalten können und vielleicht auch überlegen können, wer soll denn die Daten auswählen und auswerten. Oder dass es einfach ohne uns stattfindet, wie es jetzt meiner Meinung nach geschehen würde. Wenn man sich mal die großen amerikanischen Unternehmen anguckt, Amazon zum Beispiel hat einen Service, da können Sie Arztbriefe hochladen und die Arztbriefe werden automatisch ausgewertet. Das ist ein Foto von einem Arztbrief, da wird ausgewertet, welche Medikamente da drin stehen zur Verschreibung, welche Operationen durchgeführt werden. Das heißt, das ist ein System, was medizinisch auf einem sehr hohen Stand ist, wo man also genau sehen kann, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und warum machen die das? Weil die natürlich auf der einen Seite zwar Gesundheitsdaten schon haben von ihren Trackern, aber denen fehlen die Krankheitsdaten und die hätten die auch gerne. Und deshalb bemühen die sich natürlich in dem Gebiet, Angebote zu schaffen. Vielleicht werden sie das ja jetzt noch nicht in Deutschland machen, aber sie werden das sicherlich versuchen, das zu tun irgendwann und vielleicht irgendwann damit auch Erfolg haben. Facebook zum Beispiel bemüht sich gerade darum, MRT-Bilder schneller auszuwerten, sodass MRT-Zeiten verkürzt werden. Auch die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie eben genau wissen, dass es in diesem Markt, in diesen Daten einfach unglaublich viel zu holen gibt und dass früher oder später jemand kommen wird, der den Leuten einen Service anbietet, den die dann einfach haben wollen. Und wenn wir nicht mitmachen oder wenn wir das nicht selber gestalten, dann wird es eben Facebook oder Amazon oder Google oder Apple sein und eben nicht eine Krankenkasse. Und vielleicht sollte man eben sich ehrlich fragen, ob wir nicht lieber wollen, dass es eine Krankenkasse ist, die nicht profitorientiert arbeitet, sondern die eben für das Wohl der Versicherten arbeitet, anstatt dass es ein Privatunternehmen ist, was letztendlich
dafür sorgen muss, dass der Aktienkurs stimmt. Und was das bei Facebook für Auswirkungen hat, das sehen wir ja auch jetzt. Allerdings, ja. Ich würde es noch nicht mal auf Privatunternehmen konzentrieren, weil auch hier gibt es zum Beispiel Genossenschaften, die ja privatwirtschaftlich auf der einen Seite sind, aber auf der anderen Seite eben Non-Profit orientiert. Also das Wohl ihrer Community mal neudeutsch beschrieben im Blick haben. Also insofern gibt es da, es muss nicht immer der Staat und seine verlängerten Institutionen sein, sondern ich glaube, es geht halt einfach um die Frage, welche Ziele, welche Visionen haben denn die Unternehmen? Und ich glaube, das ist halt schon interessant. Die Leute lesen dann The Circle oder jetzt den Nachfolger Avery, ja, lesen solche Literatur und denken dann, dass wir uns in so einem Kontext befinden. Das tun wir aber natürlich nicht, ja, sondern damit sind deutlich Google, Facebook und Amazon angesprochen. Also insofern teile ich die Auffassung 100%. Kommen wir das sowieso. Die Frage ist, auf welchem Weg? Ja. Übrigens auch etwas, was wir, glaube ich, im Rahmen der Cloud-Diskussion ja schon erleben. Also das ist ja lächerlich heutzutage, dass wir in Deutschland Probleme haben mit Kollaborationssystemen, modernen Kollaborationssystemen, weil halt irgendwie alles dann doch bei MS Teams und Zoom und weiß der Teufel wem landet. Und wir halt weder eine europäische, geschweige denn eine deutsche vernünftige Antwort haben darauf. Das kann es ja auch nicht sein. Also insofern ist es ja nicht so, dass ich das andere abwählen kann, weil irgendwann wird so sein, ich werde es nicht abwählen können, sondern wenn ich etwas Bestimmtes haben möchte, dann muss ich halt auch akzeptieren, dass meine Daten über den Teich wandern, was nach meinem Gefühl, wenn man die Menschen fragen würde, schon deutlich negativer zu bewerten ist, als wenn das eine auch staatlich kontrollierte Einheit oder Organisation im eigenen Land tut. Auf jeden Fall. Sicher. Okay, was sind denn dann jetzt so, also um die Diskussion, um den Beitrag so langsam zum Ende zu führen, wir sind da jetzt schon sehr tief eingestiegen, aber was sind denn eurer Meinung nach die Chancen durch KI im Zusammenhang so mit erstmal Kundenseite, Produkten und Leistungen, so einmal kurz runtergebrochen quasi als Elevator-Pitch und dann vielleicht nochmal intern, was das auch für die Arbeitsprozesse heißt, weil darüber reden wir ja, Arbeitswelt und KI. Also ich denke, für die Arbeitswelt wird die größte Herausforderung sein, dass wir lernen werden und lernen müssen, mit Maschinen zusammenzuarbeiten. Maschinen, die selber denken, Maschinen, die sich selber vielleicht bewegen können und Maschinen, denen wir irgendwo auch vertrauen müssen. Und dieses Vertrauen müssen wir lernen. Und ich denke, da wird die größte Herausforderung sein, aber natürlich auch die größte Chance, weil wir eben Dinge, die uns heute lästig sind, Dinge, bei denen wir häufig Fehler machen, weil sie repetitiv sind, weil sie einfach für das menschliche Gehirn unglaublich anstrengend sind, die können wir abgeben. Und wir können uns dann auf Dinge konzentrieren, die uns wirklich wichtig sind, wo wir wirklich auch einen Benefit sehen für den Versicherten und auch für unsere Arbeitswelt. Und ich glaube, das ist die große Chance, die uns die KI bietet. Und ja, nochmal für die Kunden vielleicht auf der anderen Seite. Auf der Kundenseite ist es natürlich vor allem eine deutlich bessere Zustandsbeschreibung, wie krank, / wie gesund bin ich denn eigentlich, verknüpft mit echten Angeboten drum, die auch natürlich datenbasiert sind und damit letztendlich individuellen Nutzen stiften können, wie ich es gerade beschrieb. Aber andererseits, wenn alle die Daten teilen, das ist ungefähr so ein bisschen Analogie, finde ich, auch zum Impfschutz, dann auch das Gemeinwohl bedienen. Und ich glaube, da wird es dann auch interessant, weil es eine hohe solidarische Komponente aufweist. Und das finde ich schon einen interessanten Gedanken. Weil von Solidarität sind wir natürlich nicht meilenweit entfernt als gesetzliche Krankenkasse, aber perfekt ist das System, das wir versuchen, gut umzusetzen, auch nicht. Und dazu gehört, finde ich, auch ein massiver Pragmatismus, nämlich Dinge auszuprobieren, daran zu lernen, weiterzuentwickeln und dann zu skalieren. Also auch das ist ein typisches deutsches Problem, finde ich, das Streben nach der mindestens 100%igen Lösung, die nie da ist auf dem Papier und deshalb auch nie zur Umsetzung und zur Anwendung kommt. Also auch dieser Punkt zu akzeptieren, es wird nicht dieses eine Produkt geben, das für alle passt, sondern ganz im Gegenteil, je nachdem, wie es um meinen Gesundheitszustand bestellt ist, bekomme ich ein
individuelles Maßnahmenbündel quasi angeboten, das ich nutzen kann, um tatsächlich meine Gesundheit zu stärken, zu erhalten oder eben wiederherzustellen. Und da bin ich überzeugt, das wird ohne künstliche Intelligenz, hat es keine Chance auf Realisierung, weil wir gerade dieses Individuelle, weil das früher ja auch ein ganz klarer Konflikt zu einem Massenmarktanbieter ist. Ja, das wird nicht funktionieren. Also insofern ist das, finde ich, hier eine ganz klare Perspektive. Klingt gut. Finde ich schön. Ist eine schöne Perspektive. Wer soll denn unterm Strich eigentlich den Beitrag lesen? Also wahrscheinlich alle. Also so eine konkrete Einschätzung. Für wen ist das gemacht? Wen hattet ihr vor Augen als Publikum, wer das lesen sollte? Naja, unstrittig. Also an erster Stelle wünsche ich mir wirklich die Datenschützer, ja, dass sie diesen Artikel, dass sie diese Beiträge lesen. Weil ich glaube, ich kenne ja viele übrigens, die affin sind zu diesen Themen und trotzdem sich auch ihren kritischen Blick beibehalten. Ja, also wir hatten, also in meiner Jugend in den 80ern, da kamen die Terminator-Filme auf den Markt und das hat ja schon was gehabt mit Lernensystemen, KI und so weiter. Natürlich war es eher dystopisch angelegt. Auf der anderen Seite ist es ja immer noch die Frage, nutzen solche Systeme die Guten oder die Schlechten? Ja, und welche Absichten werden damit verfolgt? Was ich natürlich im Weiteren mir erhoffe, ist, dass alle Player im Gesundheitswesen sich so dafür begeistern können, weil ich glaube, das fordert auch den gemeinsamen Blick und fordert damit auch den Dialog untereinander. Heißt ja nicht, dass wir jetzt hier wissen, wie es geht und dass wir auch an nichts irgendwelche Zweifel hätten. Auch das stimmt natürlich nicht, sondern wir haben eine klare Vorstellung und dieses alte Beispiel, die beste Art und Weise, die Zukunft zu prognostizieren, ist sie zu gestalten. Die hat natürlich was und wir würden sie anders gestalten als viele andere. Und weil wir das nicht alleine tun wollen, die Zukunft gestalten, sondern mit starken Partnern, deshalb hoffen wir natürlich schon, dass es von Interesse ist. Ich hoffe mir auch, dass natürlich im positiven Sinne wahnsinnig viele Meinungsbildner diese Beiträge lesen und auch kritisch diskutieren, weil das sind natürlich auch Leute, die wiederum dann auf Politik einwirken. Weil ich glaube, bei der Politik ist es halt manchmal auch so richtig mutig wird man erst dann, wenn man auch die Sicherheit hat, dass man eine ausreichend große Menge hinter sich weiß. Ja. Ansonsten werden halt von bestimmten Themen, da wären wir jetzt dann aber schon in der Spieltheorie, da lässt man dann gerne mal die Finger weg. So nach dem Motto, wenn es gut läuft, gewinne ich nichts. Wenn es schlecht läuft, ist das Ende meiner Karriere. Ich glaube, das belastet viele Politiker. Insofern habe ich da auch ein gewisses Verständnis. Aber ich glaube, ein offener Dialog würde dann auch die Politik erreichen. Ja, finde ich gut. Wir versuchen das zu verbreiten, oder? Dass das möglichst viele lesen. Ja, so. Gut, zum Abschluss, also jetzt haben wir ganz viel über den Beitrag gesprochen und das war jetzt sozusagen die Schlussfrage für den Beitrag. Aber ich möchte euch natürlich nicht entlassen, bevor ich euch mit so richtig Zukunftsfragen gequält habe, auch jetzt mal unabhängig von dem Beitrag. Ne, das ist ja auch interessant so für die Welt da draußen, wie ihr die Zukunft einschätzt. Also ich frage oft nach Utopien und das finde ich auch ganz schön, weil, ja, Stefan, du hast es gerade gesagt, man kann viel über Zukunft oder Zukünfte philosophieren, aber wenn man nicht ein Stückchen mutiger ist als das Standardmodell und die Standardfortschreibung der Gegenwart, dann ändert sich halt auch nichts. Ne? Deswegen, was wäre denn eure Utopie? Und also gerne die Bereiche, die ihr interessant findet, natürlich auch Arbeitswelt bezogen gerne, aber so das Jahr 2030 mal aus utopischer Sicht, wenn jetzt irgendwas ganz Tolles passiert, was unwahrscheinlich ist. Ja, ich hoffe nicht, dass es unwahrscheinlich ist, sondern dass was Tolles passiert. Wir wissen noch nicht was. Aber vielleicht, um nochmal auf das Gleichnis mit den Autos zurückzukommen, sind wir, glaube ich, doch ein bisschen vorsichtiger geworden inzwischen, was so Utopien anbelangt. Denn ich glaube, wir hatten auch eigentlich schon gedacht, dass wir autonome Autos haben werden. Und bei Tesla sieht man das ja jetzt, die haben doch enorme Probleme, dieses autonome Fahren wirklich vollumfänglich umzusetzen. Und vielleicht muss man da eben ein Stückchen zurückschrauben. Ich persönlich würde mich schon freuen, wenn wir mehr autonom fahrende Züge zum Beispiel sehen würden in Deutschland. Das ist ein kleiner Sprung, den wir auch noch nicht geschafft haben. Möglicherweise eben auch, weil es
eigentlich kein technisches Problem ist, sondern weil es eben ein gesellschaftliches Problem ist. Wollen wir in den Zug steigen, der autonom gefahren wird? Was akzeptieren wir an möglichen Risiken, die daraus resultieren? Aber darüber müssen wir uns eben Gedanken machen. Und es wäre schön, wenn man im Jahr 2030 da eben weiter wäre und sich darüber Gedanken machen würde, offen und im kritischen Austausch. Ja, ich erhoffe mir, dass im Jahr 2030, da bin ich ja dann, wenn alles normal verläuft, gerade im Ruhestand, dass ich früh aufstehe, eine qualifizierte Aussage über meinen Gesundheitszustand bekomme. Manche reden davon einem Bartspiegel oder einem Tracker. Ich versuche mich da mehr so an technische Geräte wie Tracker zu halten, aber ein Bartspiegel kann ja auch ein technisches Gerät werden. Und ich dann ein gutes Angebot bekomme für den Tag, was ich denn tun kann, um meinen Gesundheitszustand zu verbessern, dass ich relativ klar weiß, wo die Schmerzpunkte liegen, ja, zum Beispiel durch Genetik, ja, und ich dann nicht so dieses allgemeine, ich muss gesund leben, sondern schon individuell angepasst auf meinen Gesundheitszustand versuchen kann, dann in meinen Alltag zu integrieren. Und ich glaube auch, dass das bis in 2030 möglich ist. Und ich hoffe natürlich, ich werde dann weiterhin bei der AOK Plus versichert sein, das ist klar. Klar. Ich hoffe halt, dass dann mein Gesundheitslotse bei der AOK mir, und der kann auch gerne digital sein oder künstlich sein, dieser Lotse, dass der mir dauerhaft wertige Angebote macht, dass er mich vielleicht motiviert, also dass er das spielerisch tut. Wir reden ja viel von Gamification und Bonifikation. Insofern halte ich das für eine wünschenswerte Zukunft und auch eine Situation, mit der ich, glaube ich, gut umgehen kann, ja, und ich dann auch weiterhin bereit bin, meine Daten mit meiner Krankenkasse gerne zu teilen, weil ich weiß, sie kommen mir zugute, aber auch vielen anderen. Okay, schönes Bild. Also das nehme ich auf jeden Fall so mit. Abschlussfrage, fällt mir jetzt spontan ein. Stellt euch vor, ich lasse euch noch nicht los, stellt euch vor, eure jetzt gerade gewünschte Zukunft wäre durch ein Treffen realisierbar. Sagen wir jetzt mal, ihr trefft eine sehr mächtige Person im Gesundheitsumfeld im Fahrstuhl und ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, einen Wunsch auszusprechen, was sofort in Angriff genommen werden muss, damit die Utopie zur Realität werden kann. Was wäre das für ein Satz? Das ist nicht einfach. Ich weiß. Ich würde es eher mit einer Frage garnieren, nämlich die Frage, ob nicht Regulatorik dem Menschen dienen soll und ob nicht alle, die sich mit der Frage beschäftigen, ob sich alle denn sicher sind, zu wissen, was der Mensch überhaupt möchte und was ihm dient. Also das Nachdenken anzustoßen. Das ist sehr philosophisch. Das Nachdenken anzustoßen. Das finde ich gut. Und Stefan W. auch nochmal? Ja, ich glaube, wenn man dieses Bild zeichnen würde, was Stefan gerade gezeichnet hat, von der Zukunft, vom Jahr 2030, vielleicht kann man mit diesem Bild eben auch eine positive Verknüpfung schaffen mit diesem Term künstliche Intelligenz, mit diesem Daten auswerten. Und vielleicht hat man, wenn man diese positive Verknüpfung schafft, viel gewonnen, vielleicht nicht auf kurze Sicht. Ich glaube, da wird nichts zu holen sein von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn man diese Saat einmal gesät hat und die irgendwann aufgeht, dann wird das eben dazu führen, dass wir einfach uns da sehr viel genauer damit beschäftigen und vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen, als wir das heute gerade tun. Okay. Cool. Vielleicht brauchen wir einen neuen Begriff mal irgendwann, aber das machen wir ein andermal. Also statt künstliche Intelligenz. Damit nicht immer diese Alarmglocken schrillen, weil ich kenne das ja, ne? Terminator und Co. Schön. Ja dann, ich gucke gerade auf die Uhr und bin ganz erstaunt. Es ist schon relativ spät. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank für die vielen Einblicke und Ausblicke vor allem und für die Mitnahme in eure Gedankenwelt im Gesundheitsmarkt, für die Werbung, für den Beitrag natürlich und insbesondere für eure Zeit. Also, lieber Stefan, danke euch und für eure kurzfristige, mittelfristige und langfristige Zukunft wünsche ich euch natürlich alles Gute, viel Gesundheit und vor allem auch froh sein. Ja, dankeschön, Kai. Auch dir alles Gute und viel Erfolg für unser gemeinsames Vorhaben. Danke auch. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.
Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.